Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Ikarus. So, wollen wir die Küche mal ein bisschen einrichten? Doch, ich denke auch, ne? Also, wir machen jetzt erstmal, ich habe schon mal ein bisschen, die Stühle habe ich einmal, dann habe ich hier den Küchentisch zweimal und dann wollten wir aber noch, warte mal, da Wasser habe die Stühle habe ich, Küchenschrank habe. Nee, Küchenschrank habe ich nicht. Küchentisch habe ich. Genau, und den Elektroherd. Den Elektroherd auch nochmal. Dann brauchen wir Küchentische. Und Gefrierschrank. Warte mal, wo ist denn der Gefrierschrank? Der Gefrierschrank ist da. Da brauche ich nochmal Platinblöcke und ganz normale Carbonbar. Ja. Okay, Küchenschränke. Wie viel können wir denn bauen? 4 Stück. Warum 4 Stück? Stein fehlt. Ja gut, machen wir mal 4 Stück. Wir schauen mal. Machen wir einfach mal 4 Stück. So, dann. Platin. Okay, Adam, guck. Ne? Platin. Ein Kühlschrank habe ich ja. Muss den Herd mit unterkriegen. So. Oh, guck mal. Da sind sie gewachsen. Da ist ein Dreck. Moment. Den muss ich mal kurz... So, wegmachen. Zack. Ah, schön. Guck mal, jetzt sind sie fertig. Hol ich mir die doch mal mit einer Sichel. 2 Materie. Ah, guck mal, bleiben sogar drin. Halt 2 Materie nur, ne? Nochmal 4, okay. Unterschiedlich, alles klar. Und nochmal 2. Ist das schon fertige? Ne, den muss ich umwandeln. Umwandeln, ja komm. Also, oh. Ja, sollte mal ein bisschen da. 8 Materie. Oh, gut, dann lassen wir die mal einfach ein bisschen wachsen. Hier mal Epoxid, wobei. Gott, oh Gott, warte mal, machen wir es mal so. Da ist Oxid, machen wir hier mal Silizium. Haben wir noch Silizium mit drin? Nö. Silizium schon mal nicht. Sehr schön. Ich sollte aber meine Sachen wegpacken, ne? Komm, dann räumen wir mal die Sachen kurz nochmal weg. Das dahin, ne, Stein, Platin, Komposit. Halt die Komposit. Oh, Moment. Habe ich da gerade was gesehen? Guck mal hier. Platinblöcke. Oh ja. Dann können wir doch den Gefrierschrank eventuell schon mal bauen. Habe ich jetzt noch alles dabei für den Gefrierschrank? Ah. Wir brauchen noch mal 10 Carbonfasern. 10 Carbonfasern. Aluminiumblöcke und Silizium. No, habe ich ja gerade weggelegt, ne? Aluminiumblöcke und Silizium. Na, 10 Stück. Alles klar. Und dann wird hier auch bald mal ordentlich aufgeräumt, ne? So Stück für Stück. Noch beschriften muss ich das. Ich weiß das gerade gar nicht. Warte mal, mit dem Deko-Ding. Die, nee, das war nicht da. War das Rang 3? Ja, ich glaube eher, dass das... War hier. War... Hier. Holzschild. Kleines Holzschild, mittlerer Holzbiss, die brauche ich nicht. Fischtrophäen, vielleicht mal zur Dekoration. Den Holzwagen sollte ich mal machen. Brauche ich definitiv. Mhm. Gut, aber mehr jetzt nicht. Gut, nehmen wir die Carbonpasten, die tischen wir hier auch einmal durch. Zack, zack.
Ja, komm, das da, damit das mal weitergeht. Ich dachte gerade, was bist du denn? Ein Jungtier, was sich hier verirrt hat. Na, den befreien wir mal. So. Das können wir erstmal so auffüllen lassen. Das hole ich nachher wieder raus, ne? Hier haben wir noch die Schmiede. Nichts Wichtiges mit drin. Komm, den Gefrierschrank, den nehmen wir jetzt auch mit gleich. So. Hat er gleich fertig, ne? Ja, noch ein paar Kupferbarren. Können wir noch mal Kupferdrähte machen hier. Zack, zack, zack. Okay. Zack. So. Dann müssten wir alles haben dafür. Aluminium. Ah, da packe ich mir jetzt aber nur 20 Stück ein. Zack, dann muss ich da nicht gleich wieder runterrennen. Tiefkühler. Ja, gut. Okay, davon wollte ich sowieso noch mal irgendwann einen weiteren herstellen, weil die ja recht klein sind. Aber reicht vielleicht schon für das, was ich vorhabe. Ja, die hätte ich woanders einpflanzen sollen, ne? Die dauerhaft bestehen bleiben. Na, vielleicht finde ich noch mal welche. Dann pflanze ich die woanders hin. Halt, hier jetzt erstmal der Boden rein. Damit der schon mal wieder platziert ist. So. Okay. Folgendermaßen sieht's aus. Hier mache ich jetzt mal eine Küche rein. Ich muss noch mal kurz rüber. Und zwar mal das holen, was ich nicht weiter voranschreiten kann. Wie zum Beispiel... ja, die Fischerbank, ne? Die Fischerbank? Ne, die kommt ins Fischerhaus. Was ist das? Eine Umbaubank? Das ist eine Kochstation. Ob ich die noch brauche, das weiß ich. Der Kanonenofen. Den hier möchte ich ganz gerne auf jeden Fall mit rein haben. So. Machen wir da nämlich auch nochmal. So. Und dann gucken wir gleich mal, ne? Hier die, gut, die Pökelstation. Ja, die sollte man eigentlich auch mitnehmen. Vielleicht habe ich da ein nettes Plätzchen dafür. Schau mal. Das ist ja zum Heilen. Genau, mehr oder weniger. Mörser. Was kriege ich hier raus? Mehl, ne? Wegen dem Mehl. Ja, dann kommst du mal mit. Da geht es aber, glaube ich, auch. Da muss ich mal gucken. Warte mal, lass mich mal kurz überprüfen. Und zwar der hier, der ist ja der Fortgeschrittene davon. Da macht man auch Mehl drin. Ich glaube, das Ding passt dann eher in die Küche. Wobei, von der Modernität, ne? Ja. Wo mache ich dann... Ja, ja. Drei. Oh, guck mal. Da wäre es doch, glaube ich, sehr praktisch, den Kamin anzustellen. So. Ah. Da muss ich dann auf jeden Fall noch ein bisschen hochziehen, also da oben noch aufstocken. Und dann hätten wir hier... Elektroherd. Brauchen auf jeden Fall den Küchentisch, um das überhaupt platzieren zu können, ja. So, das wird jetzt ein bisschen trickiger wieder. Ungefähr die Mitte. Ja, das ist der Küchentisch. Da möchte ich gerne Abgrenzung haben mit Küchentische.
Also hier diese Küchenschränke. Weil die kann ich jetzt nicht so platzieren, ne? Nein, die kann ich so nicht platzieren. Gut, da würde dann hier... Gar nicht. Jetzt hier mal... Versuchen wir mal ein bisschen an den Schrauben zu orientieren. Ja, wäre doch ganz, ja, ganz geschickt gesetzt. Dann natürlich den Küchentisch, Küchenschrank. Noch ein Küchenschrank. Weil das ist ein Stauraum, ne? Auch ganz schön viel Platz. Das wäre Stauraum. Jetzt muss ich noch was ausprobieren, weil das soll dann so eine Art Bar werden. Also eine Theke, ne? Guck mal kurz. Ja, Wasseranschluss definitiv nicht da vorne mit dran. Das kommt dann hier hinten mit dran, ne? Da ist dann so ein Wasseranschluss. Ein Herd. Marmorküchentisch. So, Spüle, das ist das im Grunde genommen das Auffangbecken. Das braucht Wasser und Strom. Aber da kann man auch ganz viel drin machen. Ne? Da haben wir denn hier zum Beispiel, da ist ein Beispiel. Aha. Wäre jetzt kein Tierfett hier mit drin, ne? Dass man den Küchentisch wegschaffen würde. Die Spüle. Da ist jetzt da sowas. Ah ja, da, hier. In dem, in dem Marmorküchentisch. Da ist das Tierfett drin. Okay. Gut, machen wir hier nochmal ein bisschen... Was ist denn das? Der Gefrierschrank. Könnte doch so vielleicht die Ecke. Ja. Mal kurz gucken. Okay, wie viele Slots hast du denn? Ja, ist nicht ganz so viel. Aber ist okay, ne? Pack ich denn das Wichtigste rein, was einfach nicht mehr verderben soll. Ich muss mir geschwind mal was gucken. Wo war das jetzt nochmal? Ja, das war in der Werkbank da drüben. Hier in der da. Und zwar, ein rustikaler Hocker. Ein Wandregal. Haben wir da? Okay. So. Ja, könnte schon sein, ne? Den mal ausprobieren. Da sind auf jeden Fall so Tische drin. Oh, mal kurz. Ah. Schon eher. Da. Mustertisch. Haben wir da. Wären. Nee, das wäre Couch. Das. Nee. Da gibt es den Hocker. Ja.
Okay, also Eisenbarren und Stahlschrauben. Was haben wir denn da? Also Lagermöglichkeiten. Ja, ja, das Regale. Das sind die Rustic. Das Regal halt, ne? Ah, Holz und Stöcker. Das. Rindergrad. Art D. Bin mir gerade nicht sicher, wie das hier aussieht. Goldbarren. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen Luxus, ne? Auch mit dieser Kandelier. Ich glaube, ich gucke mir das Industrielle mal an. Also Eisenbarren und Stahlschrauben. Also ich tendiere momentan so zwischen dem Industriellen und dem Rustikal. Ja. Okay, da mache ich mal Eisenbarren draus. Der macht aber gerade das. Ah, warte. Machen wir das mal hier. Okay, das machen wir da. Da hätten wir noch mal Eisenbarren. Gut, gut. Und Stahlschrauben. Oh, da hatte ich, glaube ich, auch. Ne, es waren die Aluminiumschrauben, glaube ich, die ich so viel habe, ne? Ja. Wäre aber auch irgendwo. Warte. Habe ich, glaube ich, irgendwo im Schrank versteckt. Ne, hier. Hier sind die Stahlschrauben, genau. Ja, bald ist dieses Hin- und Hergerennen mit der alten Base doch schon besser. Bald weg. Okay, also. Ne, ja, Industrielles. Da hätten wir einmal so einen Hocker. Nehmen wir einen mit. Das sind Wandregale, das Stuhl, Zweisitzer-Couch, Sitzbank. Okay. Nimm das mit. Kerzenständer, Computer, Tisch, industrielle Lampe. Dann nehmen wir den großen Tisch. Muss mal gucken. Muss mal gucken. Einfach, ne? So, gleich fertig. Das mal kurz hier hin. Oh, da, der. Ja, das ist doch der industriell. Nee. Nee. Herstellung. Ich glaube, dann gehe ich doch auf das. Auf das Rustikale. Doch. Mal stopp. So. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. So, Rustic Decors. Brauchen wir dafür für diesen großen Tisch Holz und Eisennägel. Aha. Okay, Holz und Eisennägel. Hier haben wir Eisennägel. Und hier haben wir nochmal Holz. So, große Tische. Zwei Stück. Oh, hier. Mhm. Alles klar. So, die Barhocker. 7 Stück. Machen wir 5.
Machen wir 5 hier. Lasse ich das mal da und das auch hier. Sitzbank. Eine rustikale Sitzbank. So. Da haben wir einen Couchtisch. Ja, Zweisitzer Couch. Stühle, glaube ich, ja. Fasern bräuchten wir da noch. Nochmal Fasern, aber auch nochmal ordentlich Holz. Jetzt haben wir aber draußen. Ja, noch. Naja, komm mal mit. Fasern eventuell hier drin. Nee, keine Fasern drin. Aber hier eventuell, warte. Da haben wir nochmal Holz. Da haben wir Fasern. So. Also zwei. Ich würde gerne noch zwei von denen machen. Und dann ein paar Esszimmer, ein paar Stühle, ne? Genau. Oder? Ne, das ist ein Sessel. 17. Wir werden hier dran gehen. 3, 3, glaube ich, ne? Ich mach mal so. Oh, ich hab Hunger. Ups. Essen wir doch mal was, ne? Essen wir doch mal was. So, dann mit dir. Okay. Stühle. Ja, wir haben noch Platz. Ein bisschen Platz haben wir noch. Ah, komm. Zack, 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 zack. So. Ah, bis auf einen Stuhl kriege ich alles mit. Weil ich einfach zu viel Zeug mit drin habe. Oh, so. Jawohl. Oh, komm, wir machen es gleich mal hell, oder? Wenn wir schon dabei sind, machen wir es mal hell. Also gleich zum nächsten Tag mal rüber. Okay, die Barhocker. Rustikaler Hocker. Da würde ich ganz gerne. Das so. Dann drehen wir da einmal ein bisschen um, dass wir so. Ja, perfekt, ne? Perfekt. Ich kann auch nicht alle gebrauchen. Jetzt noch nicht alle habe. So. Ausprobieren. Ja. Jetzt. So, da haben wir den Eingang. Dann würde ich hier, glaube ich, einen Tisch machen.
So. Dann auf der Seite ein Tisch. Ja, hier kann ich dann durchlaufen, damit da Platz ist. Stuhl. Nein, der da. Nein. So. Fangen wir schon mal an, ein bisschen einzurichten, ne? Jawohl. Da kommen dann noch Kerzen drauf, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal weiter, was da noch so drauf kann. Hier noch ein Stuhl. Ich glaube, hier ran. Daran. Nein, wollte ich alles machen. Sehe ich es besser. Von der Seite auch. Ach, Mensch. Ein Moa. So, au, oh, halt. Nochmal ein Drag. Und zumachen. Ach, meine Lampe ist aus. Okay, machen wir aber noch den Stuhl dahin. Ah, ein bisschen rustikal. Gell? Gut, da hinten die Ecke. Also die Ecke da, da werde ich noch gucken. Da muss ich noch ein bisschen gucken, ne, dass ich hier noch ein paar Schränke kriege. Hier und da. Wir können aber mal... Hier, wir haben doch bestimmt irgendwo Kohle, ne? Bestimmt irgendwo Kohle. Bestimmt hier hinten irgendwo. Da jetzt nicht. Da auch nicht. Nein, da auch nicht. Irgendwo hatte ich Kohle gelagert, das weiß ich. Da, guck mal hier, 100 Aspekte Kohle. So. Dann kann da schon mal ordentlich anfeuern. Und dann danke ich schon fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.